Der Lawinenwarndienst ist insofern besonders wichtig, weil die im Gelände unterwegs sind, die erstellen die Schneeprofile und das ist natürlich ein Riesenmehrwert, weil alle User und Zugreifer sämtliche Informationen nutzen können. Wir hatten auch recht typisch für schneearme Winter einen Winter, wo wir großteils der Zeit, ca. 3/4 der Zeit, ein Altschneeproblem hatten. Das sind Situationen, wo innerhalb der Schneedecke so langlebige Schwachschichten begraben sind. Und die sind immer recht problematisch, auch für den Experten. Die Situation ist schwierig einzuschätzen. Wir hatten auch lange eine Situation, wo es schwierig war, überhaupt auf Skitour zu gehen, muss man auch sagen, weil es so schneearm war, viel Steinkontakt anfangs der Situation. Jetzt gegen Winterende endlich einmal doch mehr Schnee. Wir hatten wieder sehr, sehr viele Zugriffe auf unsere Seite, über 2 Millionen Zugriffe. Angefangen haben wir am 10. Dezember mit dem täglichen Lawinenreport und hatten auch öfters, eigentlich so oft wie noch nie, Updates gemacht. Das war einfach bedingt, dass sich die Situation oft sehr, sehr schnell geändert hat, im Frühjahr speziell dann auch. Das sind eigentlich so wesentliche Aspekte dieses Winters. Mein großer Dank daher an sämtliche Mitarbeiter des Lawinenwarndienstes, weil die wirklich den ganzen Winter unterwegs sind, weil die tagtäglich den Lawinenreport erstellen und somit allen Bergsportbegeisterten die Möglichkeit bieten, sicher auf den Berg zu kommen und sicher wieder runter.